Ich bin Arno Rost, ich wohne in Hirschwalde, da wo das Klimacamp dieses Jahr stattfinden wird. Und ich will mich daran beteiligen, weil einmal die Kohle ein vergessenes Thema ist und die Lausitz auch ein wenig vom Rest der Welt vergessen wird. Das Camp soll ein Ort sein, an dem wir einerseits uns weiterbilden und austauschen können über Klima- und Energiepolitik und andererseits ein anderes Leben auch tatsächlich vorleben und ausprobieren können, indem wir eben versuchen, möglichst ressourcenschonend uns zu verhalten und aufzuhalten. Es soll Vorträge, Seminare, Workshops geben, kulturelles Programm mit Bands und es soll auch Aktionen, die aus dem Camp heraus entstehen, geben zu CCS und Braunkohle. Unser Klimacamp findet in Brandenburg statt, hier direkt vom Kraftwerk Hirschwalde, weil es hier eine Demonstrationsprojektanlage geben soll, wo CCS dann abgeschieden werden soll und ein paar Kilometer weiter verpresst. Ich finde es ganz wichtig, dass CCS und Emissionshandel nicht als Lösungen gesehen werden können, weil sie sind eigentlich nur Legitimation für weiter so. Wenn wir hier CCS verhindern, dann haben wir einen großen Schritt in die Richtung gemacht, dass es in Deutschland gar nicht erprobt wird.